Hallo und herzlich willkommen zum Intervall-Workout. Ich bin Anne und heute bei mir sind die Ann-Kathrin und die Valerie. In einer halben Stunde Intervall trainieren wir alle großen Muskelgruppen im Körper, vor allem mit Ganzkörperübungen, das heißt, es kann recht intensiv werden. Dadurch geht der Puls schön weit nach oben und wir bringen den Stoffwechsel richtig auf Touren. Ich würde auch sagen, wir starten direkt mit einem kurzen Warm-up, kurz und knackig und dann geht's los. Bereit? Okay, dann starten wir ganz locker auf der Stelle im Joggen. Los geht's. Nimm die Arme an der Seite dazu. Die Füße gehen nach hinten oben und die Knie sind leicht gebeugt. Versuch gleichmäßig ein- und auszuatmen. Halte dich aufrecht und entspann deine Schultern. 3 Minuten haben wir Zeit. Und um die perfekt zu nutzen, gehen wir jetzt schon mal eine Stufe höher und ziehen die Fersen ganz nah zum Po. Auch die Arme gern mit Spannung an der Seite halten und immer in Bewegung bleiben. Wenn es irgendwann nicht mehr gehen sollte, komm in den March oder ins Joggen zurück. Okay, öffne deine Füße, Single Squat, tief und hoch. Schieb den Po zurück, beug die Knie und spann den Bauch etwas an. Noch 3 Stück mehr. Bleib jetzt unten, komm nach vorne, setz die Knie auf, Single Push-Up, tief und hoch. Tief und hoch. Zieh die Ellenbogen ganz eng an den Oberkörper ran. Noch 4 Stück. Auch hier ist der Bauch fest. Komm jetzt in die Plank und zieh das rechte Knie vor. Rechts und dann links. Schön langsam. Rechts vor und links vor. Optional auf den Knien. Sehr gut. Letztes Mal. Spring nach vorne. Komm hoch. Und jogg wieder locker. Das war schon eine Runde. Und dann gehen wir direkt in Runde Nummer 2. Fersen zum Po. Arme an die Seite. Öffne deine Füße nochmal. Pulsquad. Tief. Tief. Jetzt bleiben wir hier unten. In der unteren Hälfte der Bewegung. 4 Stück mehr. Entspann die Schultern. Richte dich auf. Und heb die Fersen ab. Rechts beginnt. Rechts. Tief, links, tief. Wir wippen weiter und setzen schön weit zurück mit der Hüfte. Atmung fließt immer noch. Spür, wie die Oberschenkel langsam warm werden und heb beide Fersen ab. Komm hoch und tief. Hoch und tief. Genau so. Die letzten 3 Stück. 2. Komm wieder nach unten. Auf die Knie. Push-up eng. Tief und hoch. Zieh die Arme ran. Zieh die Schulter nach unten weg von den Ohren. Wenn du magst, komm auf die Füße. 2 Stück noch. Und die Knie ziehen wir wieder vor. Einmal rechts und einmal links. Bis unter die Brust. Und die Schultern sind über den Handgelenken. Die letzten 2. Spring nach vorne und komm nach oben. Locker joggen. Atme durch. Jetzt haben wir alles einmal durchbewegt. Das heißt, wir sind warm und können gleich mit dem ersten Trick von insgesamt 5 starten. Wir bleiben locker im Joggen. Jeder Track besteht aus 4 Intervallen. Wir machen 2 Übungen im Wechsel, jeweils 45 Minuten lang. Ich zeige euch die erste Übung. Ihr bleibt beim Joggen. Das ist der Bogenschütze. Rechter Arm, rechtes Bein. Gehen zurück, in der Mitte tief und dann mit links. Wenn das zum Boden zu viel ist, bleib einfach weiter oben. Okay? Mach dich bereit. Erste Runde, erster Track. Rechte Seite beginnt. Rechts, tief, links, tief. Beug die Knie, setz dich tief. Dann zieh den Arm mit Kraft zurück und dreh den Oberkörper zur Seite. Es war schon ein Drittel. 15 Sekunden sind rum. Denk an deine Option. Du kannst einfach etwas weiter oben arbeiten. Okay, streck die Brust nochmal und bring mehr Kraft in die Arme. Noch 8 Stück. Schnell. Zack. Komm etwas tiefer vorne. Beug beide Beine. Schön weit. 2 Stück noch. Und dann geht's schon wieder zum Joggen.
Atme durch. Zweite Übung, Power Burpee. Wir gehen zurück und springen nach vorne. Zurück und nach vorne hoch. Wir starten unten, komm tief und los geht's. Rück, rück, jump. Rück, rück, jump. Jetzt versuch den Po schön tief zu setzen und dich ganz aufzurichten. Bauch ist fest. Wenn es zu viel wird, bleib beim Laufen. Rück und vor. Atme. Okay, das war die Hälfte. Die ist schon durch. Denk dran, stolze Brust zu uns nach vorne. Und das letzte Drittel, das heißt noch 8 Stück. Bleib dran. Ende ist schon absehbar. Die letzten 4, 3, 2 und komm hoch. Locker chucken. Entspann die Beine. Und jetzt machen wir das Ganze noch einmal. Das heißt, der Bogenschütze, der beginnt. Bereit? 4, 3, 2, auf geht's. Rechts, tief, links, tief. Zieh zurück. Beug die Knie. Oder bleib einfach ein kleines Stückchen weiter oben. Wenn du merkst, dein Puls ist zu weit oben, bleib im March oder jogge. Hauptsache in Bewegung. Rechts. Denk an den Oberkörper. Der dreht schnell mit zur Seite. Kraft im Arm. Letztes Drittel. Komm. 8, 7. Fast geschafft. Und nur noch die letzten 4. Schneller und tiefer. 4, 3, 2. Okay. Jogge. Einmal haben wir noch den Power Burpee. Das heißt, wir starten unten, komm mit uns tief und dann können wir loslegen. Achtung, Beine zurück. Rück, rück, jump. Versuch die Hände vom Boden zu lösen und nach vorne vor den Oberkörper zu bringen. Okay. Ein Drittel war das. Noch 30 Sekunden. Und jetzt achte drauf, nicht einrollen, sondern wieder eine stolze Brust. Mach dir gut. Okay, ein Drittel und dann warst du schon. 8. Komm, noch 6 Stück. Die sind machbar. Noch 4, 3, 2. Erste Runde. Und 5. Mach die Beine kurz locker und dann starten wir wieder im Joggen. Erste Übung kennt ihr aus dem Warm-up. Das ist der Squat und die Fersen nach oben. Dabei wippen wir immer so ein kleines bisschen mit. Die ersten 2 Drittel machen wir abwechselnd und die letzten 15 Sekunden machen wir dann immer mit beiden Fersen gleichzeitig hoch. Also, weiter Stand, Knie raus und los geht's. Rechte Ferse, linke Ferse. Deine Knie zeigen immer so leicht nach außen, Richtung Zehenspitzen. Und jetzt versuch nicht nach vorne zu fallen, sondern den Po tief zu bringen. Ein Drittel haben wir. Nimm die Schultern zurück, spann den Bauch ganz fest an und bleib gerade. Als Option der normale Squat. Achtung, jetzt beide Fersen. 8, 7, bleib dran, Fuß strecken. Tipptopp, noch 4, 2 mehr und schocken. Jetzt geht's langsam schon in die Beine. Schönes Gefühl. Zweite Übung, der Monkey Jump. Wir starten tief und springen dann immer nach rechts und links. Unten geht's los, auf geht's. Jump, Hände los. Jump, Hände hoch. Und damit wir in der Musik bleiben, machen wir das langsam und kontrolliert mit Spannung aus Schultern, Armen und Bauch. Nach rechts und links. Hoch, tief. Wenn dir das zu viel ist, komm auch nach oben
und beweg dich hier weiter. Joggen, March, was auch immer. Die letzten 8. Spann die Arme an. Flieg langsam rüber. Die letzten 4. 3. 2. Und die Hälfte von dem Check durch. Das machen wir nochmal, oder? Okay, mit den Squats geht's gleich los. Joggen oder marschieren oder kurz die Beine ausschütteln. Weiter geht's. Auf. Rechts, tief, links, tief. Senk wieder an die Knie. Nicht nach innen, leicht nach außen. Und der Po zurück, als würdet ihr euch irgendwo draufsetzen. Option immer noch der Single Squat. Super. Weiter so. Hälfte. Atmen. Immer weiter atmen. Jetzt beide Fersen. Komm. 8. Tief. 7. Tief. Zieh die Fersen hoch. Weg vom Boden. Nur noch 4. 2 Stück. Und March. Oder Joggen. Ganz locker. Spann die Beine ein bisschen. Wir machen noch genug. Okay, einmal noch die Monkey Jumps. Das heißt, wir gehen tief und starten nach rechts. Achtung. 3. Rechts. Hände los. Links. Hoch. Eine andere Option hier wäre noch, dass ihr einfach rüberlauft. Das heißt, ohne Sprung arbeiten. Ein Drittel. Hoch. Weg. Und jetzt denk wieder an die Kontrolle in dem Oberkörper. Das heißt, wir gleiten rüber, wir fallen nicht. Immer kontrolliert. So, nur noch 15 Sekunden. Die schaffen wir. 7, 6. Halte durch. Spann den Bauch nochmal fest an. Der hilft bei der Bewegung. 2 Stück. Und das. So, beim nächsten drehen wir den Cardio-Teil jetzt ein bisschen hoch. Ihr dürft joggen. Das ist eine Kombi aus 3 verschiedenen Übungen. Variante 1. Zweimal der Jumping Jack, Sprung nach vorne und dann ein Tuck-Jump. Variante 2. Jumping Jack, vor und nochmal ein Jumping Jack. Und Option immer, joggen oder marschieren. Macht euch bereit. Los geht's mit den Jumping Jacks. 4, 3, 2, hau rein. Jumping Jack, Sprung vor. Tuck Jump, lande sanft. Jumping Jack, Sprung vor. Und dann drück dich ab. Das heißt, die Knie, die ziehen wir vorne hoch. Wir wollen ganz weit weg vom Boden. Genau so. Ein Drittel. Denk an deine Option. Einfach noch einen Jumping Jack mehr. Hälfte. Atme. Und halte durch für die letzten. 4. Komm. Vor. Tuck. 3. Geht schnell vorbei. 2. Und der letzte. 3, 2, 1. Geschafft. Nächste Übung. Gehen wir ein bisschen zum Breakdance über. Aus dem Vierfüßerstand. Ein Bein rüberschieben zur Mitte und dann zurück. Achtung, los geht's in der Mitte und nach rechts. Mitte, links. Rechts und links. Bei der Übung am wichtigsten ist die Spannung im Bauch. Wir wollen nicht durchhängen, sondern ganz gerade bleiben. Tief, rechts. Wenn das zu viel ist, halte im Vierfüßerstand. Nimm die Schultern tief und lass die Knie einen Zentimeter weg vom Boden. Ah, die sind fleißig. Machen wir noch. Die letzten 8, 7. Atme. Und dann waren es nur noch 4 Stück. Schultern über die Handgelenke. 2 mehr. Okay. Komm hoch. Jetzt ist schon die Hälfte vom ganzen Workout. Wir wiederholen es nochmal. Jumping Jack, Sprung vor, Tuck Jump. Ready, set, go! Jumping Jack, vor,
Tuck Jump, hoch. Jumping Jack, nach vorne und hoch. Jetzt bring beim Jumping Jack ein bisschen mehr Spannung in deine Schultern. Die bleiben weg von den Ohren. Denk an die Option mit dem Jumping Jack statt dem Tuck Jump. Fast geschafft. Bleib dran. Und gib uns jetzt noch die letzten vier. Auf, zu, vor. Spring hoch. Weiter. Nur noch zwei. Und der letzte. Vier, drei, zwei, eins. Also, komm gern schon mal nach unten in den Vierfüßlerstand. Setz die Hände unter deine Schultern. Spann den Bauch an. Heb die Knie ab. Zur Mitte geht's los. Einmal Mitte, rechts. Mitte, links. Die andere Hand wie beim Salutieren. Einmal an eure Schläfen. Mitte. 15 Sekunden Zinsschub. Das heißt, eine halbe Minute haben wir noch vor uns. Und jetzt bleibt auch beim Drehen wieder stabil und angespannt in Schulter und Arme. Die letzten 8. Streckt das Bein weit durch. Ihr habt's gleich. Nur noch 4. 2 Stück. Und der Track. Sehr gut gemacht. 2 haben wir noch. Starte im March oder locker im Joggen. Jetzt kommen wir noch mal ein paar Sprünge rein. Und zwar starten wir im Squat und gehen dann in den Lunge, zurück in den Squat und Seitenwechsel. Ohne Sprung, ohne Impact geht auch. Das heißt vom Squat in den Lunge, ohne Sprung. Okay? Dann legen wir los. 4, 3, Squat beginnt. Squat, Lunge, Squat, Lunge. Und jetzt merkt ihr, das Tempo ist recht langsam. Das heißt, wir müssen ganz sanft landen und bei beiden Übungen die Knie schön beugen. Feder ab. Okay, 30 Sekunden. Denk an deinen Bauch, der arbeitet permanent mit. Der ist immer ganz fest. Und dann wieder aufrecht. Ganz aufrecht. Nur noch 8 Stück. Weiter so. Denk an die Option. Ah, jetzt sind wir alle gleich. 4 Stück noch. 2 mehr. Okay. Mach die Beine locker. Und komm nach unten. Auf einen Arm in den Seitstütz. Entweder auf deinem Knie oder auf deinem Fuß. Und die Hüfte bewegt sich einmal nach unten und oben. Tief und hoch. Wenn du auf dem Knie bist, schau, dass der Po nie ganz ablegt. Zieh die Schulter wieder nach unten und bleib in Bewegung. Ein Drittel. Wenn ihr auf den Füßen arbeitet, haltet die Beine gestreckt und lasst die Bewegung aus eurer Seite kommen. Okay, nur noch 15 Sekunden, halt durch. 8 Stück. Das heißt, wir trainieren jetzt hier den unteren Teil der Bauchmuskulatur, die Seite. 4. 2 Stück noch. 4, 3, 2. Und dann komm nach oben. Atme durch. Bleib am besten kurz im Joggen. Lass den Kreis noch wieder ein bisschen mitfahren. 2. Runde. Squat und Lunge. Ready? Ich glaub schon. Los geht's. 1 Squat, 1 Lunge. Squat, Lunge. Denk an die sanfte Landung. Egal wo. So, jetzt beim Squat geht der Po wieder zurück nach hinten. Beim Lunge soll das hintere Knie gerade Richtung Boden ziehen. Okay, Hälfte. Bleib im Tempo. Bleib in der Musik. Für die letzten 8 Stück. Egal auf welchem Level. Hauptsache, wir ziehen durch. Noch 4. Noch 3.
4, 3, 2, 1. Andere Seite. Komm langsam tief. Stütz den Arm auf. Bring die Schulter über deinen Ellenbogen. Gestreckte Beine oder auf dem Knie. Komm hoch, tief geht's los. Tief, hoch, tief, hoch. Auf den Füßen habt ihr am besten das obere Bein vorne. Dann seid ihr ganz stabil. Ein Drittel. Beine gestreckt und die Bewegung wieder nur aus eurer Hüfte. Dann trainieren wir wieder unsere Seite. Hälfte ist durch. Spann die Schulter an. Fixier sie fest. Und komm noch höher. Für 8. Hoch. Bis zu deiner Grenze. Bis es nicht mehr weitergeht. Die letzten 4. Nur noch 3. 4. 3. 2. 1. Langsam. Ein letzter Track. Und dann sind wir durch für heute. Okay, wir starten im Chucken oder im March. Erste Übung. Aus dem Squat, Hände auf, Füße zurück, Jump vor und nach oben. Eine Variation vom Burpee. Optional geht es natürlich auch immer ohne Sprung. Das heißt, wir starten gleich im Squat und setzen dann die Hände auf. Kommt schon mal nach unten. Und los geht's los. Tief, rück, vor, Jump. Hände auf, Füße zurück, Füße vor und hoch. Tief, rück, vor, lande im Squat. Hände aufsetzen oder ohne Sprung. Tief, Hände, Sprung und vor. Tief, rück, vor und hoch. Gleich haben wir's. Halte durch. Letztes Drittel. Hände, Füße, Jump. Und jetzt nochmal weit hoch. Wir wollen Abstand zwischen Boden und Füßen. 2 Stück. Letztes Mal. Spring hoch. Okay, komm nach unten. Wir machen noch den Oberkörper. Auf den Knien und auf den Füßen. Hände etwas breiter. Ein Push-Up und 2 schnelle Jumps nach außen. 4, 3, 2, Push-Up. Tief, hoch. Auf, zu, tief, hoch und danach aus. Geht auf den Knien oder nur mit einem Fuß. Tief, hoch, rechts, links. Das ist die Option hier. Und je weiter die Knie vorne sind, desto einfacher wird's. Wenn ihr ganz viel wollt, dann kommt wie Valerie auf die Füße und holt alles an Kraft aus euch raus. Die letzten 4. Spann den Bauch an. Der Po bleibt unten. Und beide Arme beugen. 2 Stück noch. Letztes Mal. Und dann komm direkt nach oben. Atme durch. Einmal noch die Burpees. Kratzt den ganzen Rest zusammen. Und bleibt nochmal bei uns. Wir starten im Squat. Und setzen dann die Hände auf. Hände, Füße, Jump, hoch. Hände, Füße, Jump und hoch. Hände, spann an und in der Plank auch die Beine und den Po. Wir wollen ganz gerade sein. Denk an die Option, ohne Sprung, einfach aufrichten. Hälfte war das schon. Und dann geben wir nochmal Gas. 4. Hände, Rück, Jump und hoch. 3. Komm, weiter so. Nur noch 2. Und der letzte. 4, 3, 2, 1. Letztes Mal. Push-up. 2 Jumps nach außen. Spann die Schultern. Setz die Hände etwas breiter auf. Zieh den Bauchnabel nach innen. Und leg los. Push up, jump. 2, 1. Push up, jump. 2-mal. Zieh die Schultern wieder nach unten. Und vor allem in diesem Jump nach außen kontrollierst du über den Bauch, dass der Körper so ruhig wie möglich bleibt.
Wenn du schwer atmest, ist es gut. Das heißt, die Fettverbrennung läuft auf Hochtour. Das letzte Drittel noch. Es sind nur noch 4 Stück. Schnelle Füße. Und nur ganz wenig weg vom Boden. 2. Und 4. 3. 2. 1. Wir haben es geschafft. Super. Noch ein paar Minuten, um etwas runterzufahren. Leg dich auf den Bauch. Setz die Hände unter die Schultern. Und drück den Oberkörper jetzt nach oben. Entspann den Po. Zieh die Schultern tief. Und streck die Brust. Der Bauch wird langgezogen. Gegenbewegung, Kindsposition. Zieh zurück. Leg den Po Richtung Fersen ab. Streck die Arme. Und entspann dich ganz. Wander mit den Händen vielleicht noch ein kleines bisschen mehr vor. Zieh die Arme lang. Richte dich dann auf. Komm langsam in den Stand. Und zieh die rechte Ferse zum Po. Oberschenkel ganz eng zusammen. Schieb die Hüfte vor. Und halte Standbein gebeugt. Wechsel. Andere Seite hoch. Tief durchatmen. Setz die linke Ferse jetzt vor dir auf. Streck das Bein und schieb das Steißbein und den Po zurück. Gern die Ferse etwas näher. Andere Seite. Rechts. Zurück. Mach einen richtig schönen Entenpo. Bring die Dehnung in die Rückseite. Jetzt der Po. Nimm den rechten Fuß. Leg ihn auf den Bein ab. Und schieb zurück. Bis in der rechten Gesäßhälfte. Ein kleines bisschen zieht. Links auch. Halt den Rücken gerade. Vergiss die ganzen Squats und Lunges. Öffne die Füße. Rechter Arm hoch. Und zieh dich zur Seite. Nimm die Schulter noch ein Stück zurück. Werd ganz lang. Wechsel. Linker Arm. Und werd lang. Schulter zurück. Komm langsam hoch. Zehenspitzen zeigen zu uns. Daumen raus. Schultern zurück. Schieb die Hüfte vor. Entspann den Po. Und komm im Oberkörper zurück. Die Beine sind gestreckt. Das Kinn ist etwas rangezogen. Und die Schultern sind tief. Komm mit der Ausatmung nach vorne. Lass dich hängen. Mach den Rücken rund. Entspann den Nacken. Beug dann deine Knie. Komm zurück nach oben. Super gemacht. Ihr könnt stolz sein, dass ihr so gut durchgehalten habt. Ich freue mich aufs nächste Mal und dann wünsche ich euch einen schönen Abend.